Willkommen bei Mathematik macht Freunde. Hier ist nun ein Anwendungsbeispiel zum Thema funktionale Abhängigkeiten oder beziehungsweise ein Beispiel im Kontext oder Sachzusammenhang. Hier geht es darum, dass wir verstehen, welche Bedeutung haben die grafischen Darstellungen beziehungsweise Punkte, die hier abgebildet sind oder Wertepaare in dem Kontext oder in der Wirklichkeit, die hier beschrieben ist. Also jetzt genauer zu dem Beispiel, wir haben hier einen Autofahrer und einen Motorradfahrer, die beide die gleiche Strecke fahren von 560 Kilometern. Hier auf der X-Achse ist in diesem Zeitwegdiagramm die Zeit in Stunden eingezeichnet und auf der Y-Achse der Weg in Kilometern. Die gestrichelte Linie stellt die Fahrt des Autos dar oder den zurückgelegten Weg des Autos, während die durchgehende Linie die Fahrt des Motorrads darstellt. Zusätzlich wird uns hier in der Angabe noch geholfen, sind hier bestimmte Punkte eingezeichnet und es wird bemerkt, dass die Koordinaten dieser Punkte ganzzahlig sind. Das ist für uns relevant, dadurch, dass wir halt dann besser die Werte ablesen können. Unsere Aufgabe besteht nun darin, dass wir uns überlegen, welche beiden dieser fünf Aussagen korrekt sind. Diese fünf Aussagen sind Interpretationen dieses Diagramms. Fangen wir nun mit der ersten Aussage an. Der Motorradfahrer fährt 3 Stunden nach der Abfahrt des Autos los. Also wir sehen, das Auto fährt zum Zeitpunkt 00 los. Der Motorradfahrer startet später. Wir sehen, dass im Abschnitt von 0 bis 3 das Motorrad noch nicht vorhanden ist, erst zu diesem Zeitpunkt beim Punkt 3.0 beginnt das Motorrad sich zu bewegen. Das heißt, die erste Aussage, dass der Motorradfahrer erst nach 3 Stunden nach Abfahrt des Autofahrers losfährt, ist richtig, weil der Autofahrer fährt zum Zeitpunkt 0 los. Das heißt, hier können wir ganz einfach noch ohne irgendwelche Berechnungen die Aussage ankreuzen. Die zweite Aussage besteht darin, das Motorrad hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde. Das heißt, wir müssen uns einmal, das Motorrad ist die durchgehende Linie, einen Punkt finden auf dem Graphen, der uns gut erscheint oder für unsere Berechnung gut erscheint, ablesen. Wir sehen hier diesen ersten Punkt, wo das Motorrad schon einen Weg zurückgelegt hat. Zum Zeitpunkt 5, also nach 5 Stunden, haben wir hier die Koordinaten des Punktes 5, 240. Wobei wir hier aufpassen müssen, wir müssen hier die 3 Stunden abziehen, weil das Motorrad hat ja erst 3 Stunden später begonnen zu fahren. Das heißt, in diesen 2 Stunden von Stunde 3 bis Stunde 5 hat das Motorrad 240 Kilometer zurückgelegt. Das heißt, hier in 2 Stunden sind 240 Kilometer gefahren worden. Das heißt, wenn wir jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit ausrechnen wollen, dann müssen wir einfach nur diese 240 Kilometer durch 2 Stunden dividieren und kommen auf 120 Kilometer pro Stunde. Gut, das heißt, hier steht nun, das Motorrad hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h. Das heißt, wir kreuzen nicht an, weil das ist verschieden von 100 Kilometern pro Stunde. Gut, weiter zur dritten Aussage. Da steht, wenn der Autofahrer das Ziel erreicht, ist das Motorrad davon 120 Kilometer entfernt. Wir müssen uns überlegen, was das bedeutet. Der erste Teil des Satzes, wenn der Autofahrer das Ziel erreicht. Das Ziel ist nach 560 Kilometern erreicht. Das heißt, ich habe den Autofahrer, die gestrichelte Linie, erreicht praktisch die 560 Kilometer, die ich hier auf der Y ablesen kann,
nach genau, wenn ich jetzt auf der X-Achse ablese, nach 7 Stunden. Das heißt, wir können uns hier aufschreiben, das Auto. Dann können wir jetzt den Punkt 7,560 aufschreiben. Also nach 7 Stunden erreicht das Auto das Ziel oder hat die Strecke praktisch abgefahren. Das ist einmal der erste Teil dieses Satzes. Das sind die 7 Stunden. Und wenn jetzt der Autofahrer dieses Ziel erreicht, nach 7 Stunden, steht hier, ist das Motorrad noch 120 Kilometer entfernt. Das heißt, wir müssen einmal nachschauen, wo befindet sich das Motorrad zum Zeitpunkt 7, nach 7 Stunden. Das heißt, wir gehen hier in dieser Grafik nach oben und sehen, dass das Motorrad bei Kilometer 480 ist. Das heißt, das Motorrad hat zum Zeitpunkt 7 480 Kilometer zurückgelegt. Wenn wir jetzt diese beiden voneinander abziehen, 560 minus den 480, dann kommen wir nicht auf die beschriebenen 120 Kilometer, sondern nur auf 80 Kilometer. Das heißt, diese Aussage hier ist auch nicht richtig, weil das hier verschieden ist von den 120 Kilometern. Gehen wir nun zur vierten Aussage. Hier geht es wieder um die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos ist um 40 km/h niedriger als jene des Motorrads. Wir haben uns schon die Durchschnittsgeschwindigkeit des Motorrads ausgerechnet. Das sind die 120 km/h. Das heißt, wir brauchen jetzt noch die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos. Dazu werden wir wieder einen günstigen Punkt ablesen. Wir sehen hier praktisch, das Auto ist nach 3 Stunden 240 Kilometern gefahren. Wir lesen den Punkt 3, 240 ab. Das heißt, in 3 Stunden ist das Auto 240 Kilometer gefahren. In dem Fall müssen wir jetzt die 240 Kilometer durch die 3 Stunden dividieren und kommen auf 80 Kilometer pro Stunde. Hier haben wir nun die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos. Hier haben wir die Durchschnittsgeschwindigkeit des Motorrads. Wenn wir uns die Differenz anschauen, sind es genau 40 Kilometer pro Stunde. Das heißt, hier können wir ankreuzen. Zur Sicherheit überprüfen wir noch, das Motorrad ist um die 40 Kilometer pro Stunde schneller als das Auto. Das entspricht hier unserer Aussage. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einmal die beiden richtigen Aussagen gefunden. Wir überlegen uns jetzt noch die letzte Aussage. Die Gesamtfahrzeit des Motorrads ist für diese Strecke größer als jene des Autofahrers. Das heißt, man überlegt sich, welches Fahrzeug braucht länger, um die 560 Kilometer zurückzulegen. Wir haben schon hier diesen Punkt abgelesen, dass das Auto 7 Stunden braucht, um die 560 Kilometer zurückzulegen. Wenn wir jetzt hier bei 3 starten, sehen wir, dass das Motorrad bis etwas mehr als 7, zwischen 7 und 8, hier ist es bei 560 Kilometern dann angekommen, dass das Motorrad doch um einiges kürzer braucht, weil es um 3 Stunden später begonnen hat. Das heißt, wir müssen hier diese 3 Stunden abziehen. Das heißt, sagen wir, das Motorrad kommt nach Fahrzeit 7,5 an, dann ziehen wir die 3 ab, dann braucht das Motorrad circa 4,5 Stunden. Das heißt, das Motorrad braucht weniger lang. Die Gesamtfahrzeit des Motorrads ist kürzer als jene des Autos. Das ist nicht verwunderlich, weil wir sehen, dass die Steigung hier dieser Geraden höher ist. Das heißt, das Motorrad fährt schneller und wird dadurch auch kürzer brauchen. Ich wünsche noch viel Spaß beim Durchgehen dieses Beispiels
Und beim Durchgehen dieser Aussagen, hier geht es eben um die Interpretationen dieser Aussagen, um zu verstehen, was in diesem Diagramm passiert ist, dargestellt ist.